Na, ihr Süßen hier, heute habe ich mal den zweiten Anstrich von dem Hänger gemacht. Jetzt sieht man auch, dass es richtig weiß ist. Mal schauen, wie lange. Aber es geht ja nicht darum, sondern es geht um den Schutz von dem Holz. Weil, was mir aufgefallen ist, man sieht es hier extrem arg. Also hier oben ist die neue USB-Platte und hier unten die alte. Also was heißt alte? Von 2 Monaten. Und ja, da sieht man halt, wie das Wetter schon ja eingeschlagen hat. Und deswegen müssen wir jetzt mal noch unbedingt ausmachen. Ich habe jetzt mal die ganzen Pins weggemacht, damit wir hier unten auch wieder dran kommen, weil hier ist alles noch normal. Und das ja, das müssen wir jetzt ändern. So, und eine Sache zu dem Live-Video von gestern. Ich habe überreagiert, ich entschuldige mich dafür. Und wenn er mich aber nie bis aufs Messer gereizt hätte, wäre es auch gar nicht so weit gekommen. Weil ich lass mich halt nie für doof darstellen. Weder alleine, noch im Internet oder sonst irgendwas ist so. Das muss man halt einfach akzeptieren. Weil ich akzeptiere ja auch eure Meinungen. Also akzeptiert doch einfach meine auch und fertig. Dann passiert sowas auch nie wieder. Aber ich sag jetzt mal eins, wenn ich jetzt von euch irgendeinen wunden Punkt treffen würde, durch reinen Zufall, und ihr darauf anspringt, merklich, und sich darüber noch Spaß gemacht wird, so förmlich ausgelacht wird noch so. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Also, klar, ich bin auch nicht unfehlbar. Würde ich auch nie behaupten. Aber ich stelle euch jetzt einfach mal hier hin. Fange jetzt einfach mal an. Mal gucken, ob wir das hier irgendwie vernünftig hinkriegen. Ja, das geht doch. Deswegen, also, ich sag jetzt mal, wer auf sowas nicht anspricht, der hat wahrscheinlich noch nie irgendwie was im Leben erlebt, was ihn so richtig bewegt hat. Weil mich hat diese Situation halt ganz arg mit meinem Vater verbunden. Und deswegen hat mich das eventuell wahrscheinlich auch so hart getroffen. Also, weil ich mache mir halt darüber auch Gedanken, was so passiert an Input und um mich herum und wie auch immer. Also, es ist halt einfach. So, wir können mal hier auch ein Stück hier rumziehen. Es ist halt nicht so, dass ich ein gefühlskalter Mensch bin und mir alles scheißegal ist. Das habe ich vielleicht in geraumer Zeit mal gesagt, aber es funktioniert nicht so wirklich. Denn weder ist dir dann alles scheißegal oder nicht. Und alles scheißegal, das ist dann auch eine gefährliche Mischung. Weil dann passiert nämlich genau das, was die ja wollen. Dass du dich damit fügst. Du fügst dich damit, weil du tust ja dann das akzeptieren, indem dir alles scheißegal ist. Und mich hat das halt zerfressen, da oben drin. Und deswegen habe ich mir gesagt, du kannst nicht einfach das so beiseite schieben und leck mich am Arsch. Ist doch mir scheißegal. Nein. Ich muss das für mich verarbeiten. Und wie verarbeite ich das am besten? Nicht mit Schweigen, sondern mit Reden. So. Und deswegen sage ich schon, dieser Satz alleine ist einfach nur schon Quatsch.
Weil das wird ja, das soll ja bloß eingeredet werden, dass du die Klappe halten sollst, weil es ist ja einfacher, die Klappe zu halten. Das haben wir ja festgestellt. Das hatte ja der Kollege Wiesbaden sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist halt einfach einfacher. Es ist halt einfacher. Aber wer sagt das, dass ich immer den einfachen Weg nehme? Weil man sieht's ja. Ich hab hier auch nicht den einfachen. Ach, jetzt halt den Becher als. Oh Mann, anders. Weil, wenn es nach einfach gegangen wäre, dann hätte ich auch einen anderen Weg gewählt. Aber ich wollte halt gleich mit einigen Sachen, ich wollte die halt gleich mit ausschließen. Siehe Vorurteile. Oder wenn ich dann lese, wir wären drauf. Ich weiß nicht, wen er meint damit. Aber, das möchte ich auf jeden Fall nochmal dazu sagen. Also ich war gestern auch stocknüchtern. Was ist denn hier? Achso. Was ist mit der Farbe? Aus wie Dünnschiss. Entschuldigung. Hä, was ist denn hier los? Ein Klumpen tut's auch wie Sau. Ew. Na ja, schauen wir mal. Sieht ja verdammt dünner aus, die Farbe. Was ist denn hier los? Ah, scheiße, was ist denn das? Okay. Ich glaube, der Becher ist etwas ein wenig kaputt. Huch. Scheiße. Das ist jetzt aber nicht so schön hier. Wo ist denn jetzt die Farbe rein? Dann nehmen wir doch das Glas hier. Das ist ja geil. Becher kaputt. Mal ausspülen. Wie fülle ich die jetzt am besten um? Sieht echt interessant aus, die Farbe. Was soll das? Was soll das so dünne? Mal gucken. Dazu. Oje. Was ist denn das? Oh oh. Also ich glaube, das wird wohl nichts. Habe ich so das Gefühl. Irgendwie sieht die Farbe gar nicht so richtig ein. Doch irgendwie sieht man doch schon einen Unterschied. Das siehst du, was ich euch mal fragen wollte. Hat vielleicht jemand eine Idee, auf was man diese Betonen mit Sand
beschichtet, was man, wie man da am besten noch Werbung dran machen kann, schreiben kann. Vielleicht hat ja jemand, vielleicht kann ja jemand mit der Spraydose umgehen. Das könnte vielleicht möglich sein, dass das hält. Auf der Plane hat es ja leider nicht gehalten. So, ich nehme euch jetzt mal mit auf die andere Seite. Wir machen heute mal wieder was anderes. Oh. Ups. So. Ja, dann werden wir das mal noch trocknen lassen später. Hier sind ja auch noch Krampen drin. Doch ein paar Krampen vergessen. Der Akkuschrauber. Jetzt muss er den nehmen. Ah, da ist er.
Also ihr seht, ich tue selbst damit improvisieren, ne? So hole ich die Krampen wieder raus. Seite mittler. Tag hier. Lasieren. So Leute, jetzt habe ich euch mal ein bisschen einen Eindruck gebracht, was ich hier so den lieben langen Tag mache. Ja genau, mein Patient steht ja gerade auf. Es ist auf jeden Fall schon sehr gut verheilt. Die Wunde ist schon wieder am Schließen. Oh, hoppala. Und Wochenende, Samstag geht sowieso los, spätestens dann. Weil dann müssen wir ja eine große Party feiern. Ja, mir tut ein bisschen Abwechslung auch mal ganz gut, mal wieder unter Menschen zu kommen. Es ist halt, ihr könnt es ja selber gerne mal ausprobieren, indem ihr euch einfach mal zwangsisoliert. Oder so ähnlich, wenn das überhaupt funktioniert. Weil die meisten haben ja die Menschen einfach um sich rum. Ja, jetzt habe ich mal dreckige Finger. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir ein Feedback. Daumen hoch, Daumen runter. Schreibt was in die Kommentare, was er meint dazu. Und ich freue mich, euch wiederzusehen. Also, habt eine schöne Zeit und Peace and out.